Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von Stellaris. Ja, wir sind letztes Mal zum Schluss dabei gewesen, zuzusehen, dass wir hier, ne, klarkommen, dass wir, was wir an Essen zugange kriegen. Ich glaube, hier bauen wir jetzt um auf Essen, kann das sein? Bauprojekt, Essen, ja. Und das war ja das, 6, 4... Hier sind noch zu wenig Leute, deswegen geht das noch nicht. Also hier bauen wir auf jeden Fall auf Essen um. Wie man sieht, 55,9, das ist auch gerade 2 Jahre, glaube ich, gesunken. Und Outliner, ja, hier ist irgendwie der Outliner. Würde mich jetzt nochmal interessieren, wie kriege ich hin, dass ich mehr Planeten sehe? Kann nicht sein, dass es nur einer ist, oder? Fraktion hier, so ein Kappes Bräuni. Dimitris Prime. Okay. Jetzt haben wir die Planetenliste. Sehr schön. Aber. Sektoreinstellung, Sektorverwaltung. Ich würde das ja nicht gerne. Ne? Ich würde mich gerne durch meine Planeten durchklicken können. Wer weiß, wo das wieder geht, ne? Gehe zu. Details gerade Modus. Hauptmenü. Hilfe. Sektorkartenmodus. Überraumkartenmodus. Reichkartenmodus. Meinungkartenmodus. Aha, okay. Nachbarkartenmodus. Auch schön. Das ist alle gar nicht das, was ich will. Wieso wird nur eine angezeigt? Das ist hier die Frage, ne? Weil das die Planeten in Sektoren sind, oder was? Ja, keine Ahnung, ne? Komisch. So, hier wollen wir hin. Ja, diese blinkenden Sachen, die sind auch alle ganz nett, ne? So, hier haben wir letztes Mal nicht geguckt, was da gebaut wird. Bauprojekt. Ja, wird erweitert, ne? Auf 3. Super, oder? Energy brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Die macht hier noch gar nichts. Warum nicht? Arbeitslos. Bauen geht nicht. In Sektoren. In Sektoren nicht möglich. Sehr interessant. Muss ich den Planeten aus einem Sektor rausnehmen, damit ich da bauen darf, oder was? Ja, komisch. Also, lass erstmal weiterlaufen, damit die auch wirklich bauen. Ist das hier auch so? Dass ich nicht bauen kann? Doch, ne? Oh, hier sind ja ganz viele freie Felder. Die müssen wir erstmal noch werden, ne? Ach so. Da sind 2. Der läuft ja schon, ne? Necker Prime. Dann gehen wir hier nochmal hin. Warum das jetzt wieder nicht geht, weiß ich dann auch nicht. Essen, Essen und er macht Energie wahrscheinlich. Ne, Bauprojekt haben wir schon umgestellt wahrscheinlich. Okay. Dann wieder auf die Karte. Volonis. Volonis Prime. Äpfel. Wo bauen wir gerade? Da. Also bauen nicht, sondern da kommen neue Leute. Ja. Gute Frage, was man da macht, ne? Migrationsabkommenbruch. Haben wir nichts mit zu tun, glaube ich, ne? Ist für uns jetzt nicht wichtig.
So, oh, da kommen sogar vier rein. Da drei. Ja. Den können wir entfernen, aber noch nicht. Insektoren nicht möglich. Muss ich das über den Sektor machen oder was? Okay. Neue Forschung. Festigungsstärke plus 20. Hm, ja, wäre schön hier. Verbesserte Reflektoren, ist klar. Energiehub 2. Ist natürlich auch am teuersten, ne? Was haben wir hier? Gefechtscomputer für die Korvetten und Schlachtschiffe für alle. Aha. Tja, das oder das, aber pff, eigentlich das. Tja, Raffinesse und Produktivität. Aber wir machen erstmal den Gefechtscomputer hier, zack. So toll sind unsere Schiffe jetzt auch nicht gewesen, oder wie war das, ne? Ja, Hungersnot. Wir haben kein Essen mehr. Kannst du so wegmachen. Da gibt's schon Hauerei, aber nichts zu essen mehr haben. Oberfläche. Wie weit sind die denn? 0 von 0. Streiken die jetzt oder was? Bauvorhaben abgeschlossen. Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Super. Wissenschaftler. Ja, wie kriegen wir das hin mit dem Essen, ne? Die streiken jetzt alle, bis auf die. Die anderen sind alle am Streiken. Die sind rot. Minus 10%, deswegen rot. Das hatten wir schon. Ja, ist jetzt schwierig, ne? Wie kommt man Essen dran? Momentan gar nicht. Da läuft aber noch alles weiter, würde ich hoffen, ne? Irgendwie kriegen wir es nicht hin, da drauf zu gehen. Die sind nicht am Streiken, ne? Nee. Die sind hier schon schön noch am Unzufrieden sein, auf jeden Fall, ne? Essen, essen. Ich kann das hier nicht ersetzen. Beschaffung von einem Exemplar, okay. Ja, komm, machen wir. Sektorverwaltung ist dann angesagt, ne? Hier ist schon mal ganz schlecht, der Sektor. Ausgeglichener Fokus, landwirtschaftlicher Schwerpunkt. Zack, den setzen wir mal dahin und wollen dann hoffen, dass wir dadurch mehr Ernährung kriegen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir sonst noch? Forschungsfokus, finanzieller Fokus. Ja, das ist schon passend. Okay, kann man nicht drücken, ne? Das kann man hier kolonisieren, Militärstationen, Roboter bauen, das ist doch mal was, oder? Und was haben die hier da drin stehen? Nicht Roboter bauen. Neuentwicklung haben die, Weltraumkonstruktion. Dann macht doch hier die Neuentwicklung weg und die machen die Roboter. Sektor verwalten. Achso, dann machen wir größer oder kleiner mit.
Ist der da nicht drin? Doch, ne? Ach, das wäre der Sektor dann, okay. Ist der da noch drin in dem anderen Sektor? Nee. Zu Sektor transferieren geht, glaube ich, nicht. Okay, das ist jetzt hier mit Schließen erledigt. Die sind immer noch im anderen Bereich, oder? Oberfläche. Geht oder geht nicht? Geht nicht. Nicht innerhalb einer Grenze, innerhalb des anderen Reiches. Okay. Ja, wie können wir das ausbauen? Das ist die Frage, ne? Hier gibt es keine Planeten, die man besiedeln kann. Und das sind auch andere, die das hier haben, oder? Ne, das sind wir. Können wir denn da... Ist das ein Außenposten? Ah, das ist eine Werkbaustation, ne? Das auch. Konstruktionsschiff ist hier. Werkbaustation ist hier. Aha. Okay, Stufe 3, cool. Bauvorhaben abgeschlossen. Konstruktionsschiff, okay. Das war aber nicht dieses, oder? Nein. So. Ne, das wollen wir gar nicht hier. Militärstation, die bauen wir jetzt mal hier hin, oder? Das können wir uns leisten. Ach, guck mal, Essen kommt jetzt dazu, interessanterweise. Geschmolzene Welt. Die haben den Auftrag, das jetzt zu bauen, oder? Flottenbefehl erfüllt. Kolonie ist aufgebaut, schön. Jetzt haben wir die Oberfläche. Ah, die läuft da. Okay, die haben zwei Essen oder machen zwei Essen, das ist schon mal cool. Kriegen wir hin, ne? Können wir da noch mehr bauen? Drei Essen würde hier gehen, aber so weit sind die wohl noch nicht. Ja, hier ersetzen mit drei Essen, oder? Geht nicht. Bringt's dann auch nicht, lass mal so. Baut der jetzt was? Eine Bergbaustation und er baut. Baut er jetzt was oder baut er jetzt nichts? Super, klasse. Verteidigungsplattform. Wird jetzt hier gebaut oder wie sehe ich das? Achso, das könnte man da nicht bauen, weil das zu weit da weg ist. Alles klar. Gut, dann bau das da mal hin und wir gucken uns das an. Vielleicht wird dadurch die Karte größer, das ist das Wichtige. Gut. Haben wir das erst. Das kann weg. Soweit läuft's, ne? Okay, hier oben ist das letzte jetzt gewesen, glaube ich. Tja, und das jetzt Übersicht. Mit 30 ziemlich nah, ne? Sollten wir vielleicht in Angriff nehmen. Die. Kolonieschiffe. Von wo nehmen wir die? Das ist die Frage, ne? Terzam Secundus. Minok Prime.
Prinzip sind die alle gleich, ne? Abweichler, Abweichler, die sind alle da auch gleich. Enoch Prime. Ich glaube, wir nehmen die mal. Und die sollen sich da fortsetzen. Okay. Was sind das für welche? Okay, das sind dann die Nachbarn. Müssen wir gucken, dass wir unser Reich da weiter ausbreiten. Okay. Passt. Läuft. So, Militärstation läuft dann da. Ist es das Schiff? Ja. Die sind da am Bauen, ne? Oh, schon fertig. Cool. Ist jetzt eine Verteidigungsplattform. Ich glaube, der Bogen ist ein bisschen runtergegangen. Kann das sein? Vielleicht wächst das jetzt. Ist das so? Gucken wir mal. Zeit läuft, ne? Ja. Okay. Konnte man jetzt nicht sehen. Ein Wissenschaftler gestorben. Das ist nicht schön. Rekrutieren wir jemanden. Das geht auf jeden Fall. Der zweite ist der jüngste. Was macht er? Fehlschlag-Risiko-Anomalie. Okay. Partikelfachwissen. Mhm. Forschung, Geschwindigkeit, Biologie plus. Hm. Ich glaube, die machen wir gerade, ne? Dann nehmen wir die doch mal rein. Verfügbar. Ja, und das ist hier Bio, ne? Ne, Staatskunst. Sozial, Physik und Ingenieurswesen. Okay, das ist dann halt so. Egal, passt schon. Hier sehe ich jetzt nicht, dass das weiterläuft. Das kann weg. Gut, okay, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.